So, wunderbar. Nachdem wir jetzt in der vergangenen Folge hier ein bisschen den Platz angepasst haben und das Haus eingerichtet haben, würde ich mal sagen, bauen wir mal ein bisschen bei. Ich nicht, wenn ich mir das jetzt so angucke. Ich weiß nicht, wie ich euch geht, ne? Aber dieses Becken. Irgendwie sehe ich genau in der Mitte des Beckens eine Akazie hier stehen. Genau hier so rausragen aus der Mitte. Ich glaube, da muss ich machen, du. Ja. Da muss was hin. Ich habe doch bestimmt irgendwo eher so ein. Verdammt. Ich habe keine Akazien-Setzlinge gerade dabei. Muss ich noch welche holen gehen hier? Dann bauen wir da uns so eine kleine Erdsäule hin. Das Becken wird dann sowieso noch später ein bisschen angepasst. Keine Frage. Aber dass wir jetzt erstmal schon mal eine Akazie stehen haben, das wäre schon äußerst erotisch, muss ich sagen. Dass sich die da schon mal so langsam hin verirrt. Aber ich muss mich generell nochmal ein bisschen um Laub kümmern irgendwann. Muss ich offscreen machen. Ist aber gerade gar nicht so einfach. Also heute sowieso nicht, weil ich nämlich heute eigentlich mehr am Aufnehmen als mit allem anderen beschäftigt bin. Für die nächsten Tage. Sowohl was Hardcore betrifft, als auch die anderen Projekte, ist jetzt gerade bei mir sehr viel an Aufnahme. Vorproduktion, um genau zu sein. Setzen wir das Ding dahin oder ein bisschen weiter rüber? Ich weiß nicht. Bin mir gerade noch ein bisschen unschlüssig. Ob sie jetzt wirklich dahin gehört, die Akazie? Ja, doch, irgendwie schon, ne? Naja, vielleicht einen Block weiter rüber. Genau. Vielleicht sogar zwei Blöcke. Ach, ich hasse das. Vor allem, wenn ich halt keine. Ah, ich habe doch eine Schaufel dabei. Das ist ja göttlich. Dankeschön. Okay. Was ist jetzt da mit dem Klotz, mit der Akazie? Oder lieber noch woanders hin? Ja, ich glaube, ich würde einen Block wieder zurücknehmen. Also, dahin. Genau. Ich meine, wenn das Ding nicht perfekt in der Mitte ist, nicht so schlimm. Hauptsache, es ist hier in diesem Teich drin. Ah, geil. Und warum machen wir das? Weil es krank ist. Genau. Nee, weil es absolut unnötig, na, wieder unnötig ist. Und das genau deswegen machen wir es ja. Den obersten Block würde ich, glaube ich, wieder wegnehmen. Nee, wobei nicht. Der kommt. Doch, 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 der kommt weg. Einmal Akazie dran. Genau. Jetzt darf sie bitte wachsen. Wachse, meine Akazie, wachse! Wachse! Und während du wächst, kümmere ich mich jetzt um wichtigere Dinge. Um genau zu sein, um diesen Bereich hier, damit wir hier auch endlich mal ein bisschen Steg haben und dann hier auch einen weiteren hölzernen Anbau ransetzen können. Hat nämlich eigentlich allerhöchste Zeit. Und theoretisch, könnte man sogar. Nee, das Ding ist sowieso ein bisschen höher gelegen eigentlich. Okay, ich habe nichts gedacht. Denken. Kann ich sowieso nicht, ja. Das darf man nicht vergessen. Denken. Hier kann ich denken. Ich bin hier nicht hier, um zu lenken. Nee, Quatsch. Ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken. So war das ja. Oh, verdammt. Wenn man sich wieder falsch an Dinge erinnert. Gehe ich jetzt hier in diesem Bereich etwas höher zutage? Da könnte man da vielleicht sogar Hölzchen, Stege und sowas hinsetzen. Ein richtig schönen Hölzchenen Steak. Ja, ich setz mal erstmal ein paar Sandstein-Dinger hier hin. Ich glaube, wir gehen wirklich auf die Höhe. Zum Teil. Erstmal. Ja. Ich denke schon. Da kommen wir die Mauern rein. Dann würde ich ein bisschen was wegnehmen. Ist okay. Ja. Den kann ich da hinsetzen. Da kommt da wieder eine Mauer hin. Moment.
Machen wir das so. Machen wir sie nochmal raus. Mauer, Mauer. Macht mich sauer, dann kommt da wieder noch eine Mauer hin. Machen wir den hier nochmal raus. Setzen da wieder ein paar Blöcke hin. Mauer. Und Mauer. Wobei. Nee, macht eigentlich keinen Sinn. Das ist hier zu eckig. Dann können wir das hier ein bisschen rausnehmen. Okay. Hier auch nochmal ein bisschen. Der Kram hier ist soweit okay, wenn er ein bisschen. Das ein bisschen runterläuft, das ist nicht so schlimm. Schlimmelim. Dankeschön. Gib mal her. Da kommt hier auch wieder ein Pfeiler hin. Hoch da. Ja. Genau. Dann haben wir da noch wieder einen Pfeiler. Halt, verdammt. Haben wir hier nochmal einen Pfeiler rein. Und hier nochmal einen. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, wie weit wir das hohe Ding setzen wollen. Also, ab welchem Zeitpunkt es wieder flacher wird, quasi, ne? Ihr versteht? 1, 2. Ja, vielleicht wirklich bis hier. Dann hätten wir jetzt. Ja, doch, machen wir so. Dann würden wir hier theoretisch auf diesem Block mit Stufen lang gehen und dahinter dann mit einem Ganzen. Okay. Kann ich aber auch mit Stufen machen dann, wenn das soweit ist. Unterbrechen, brauchen wir jetzt immer einen Haufen Mauern. Geile Mauern aus deiner Umgebung. Mal her, das Ding. 1, 2. 1, 2. Na komm, ran da. Dankeschön. Und dann kommen auf die Mauern wieder die Stufen drauf und dann hat man's. Komm. Und vielleicht dann hier und da noch so ein kleines, feines Anlegestegchen. Dann Schwein. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz brauchbar aus. Mal ein bisschen Sand und ein bisschen Erde her. Wenn wir hier unten mal den Kram, da drauf ist dann sowieso der Walking Space. Richtig. Okay. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur gucken, dass wir hier entsprechend die Treppen und den Sand hinschmeißen. Wir können nur noch ein bisschen was rausnehmen. Okay. Ein bisschen Sand verteilen. Und alles, was jetzt kein Sand wird, wird kein Sand. Richtig. Ich brauche mehr Sand. Den hier vielleicht. Ich brauche noch mehr Sand. Wo soll ich nur den Sand hernehmen, verdammt? Ach, verdammt, ich hab so keine Brote mehr. Ich glaube, ich muss mal bei Zeiten mir neues Futtermaterial holen. Jetzt habe ich aber erstmal ein bisschen Sand dabei, das ist ganz gut. Genau. Erstmal bis dahin. Läuft schon soweit, denke ich mal. Genau, und den Rest können wir eigentlich wunderbar mit geilen Treppen auffüllen. Dankeschön. Genau. Bauen wir erstmal den Platz hier hin und dann können wir das Geländer gleich dran setzen. Geländer sag ich schon, aber ihr wisst, was ich meine. Das Geländer, genau. Okay, dann gehört da nochmal was runter. Dankeschön. Da haben wir auch noch ein bisschen Platz frei. Oh ja. Nice. Es wird. Sehr geplatzt. Ich bin gerade auch im Überlegen, ob wir hier noch so einen Blumentopf oder sowas hinstellen. Andererseits, das hier direkt der Hafen, brauchen wir nicht. Das Einzige, was man hier vielleicht hinsetzen könnte, ist eine Bank oder so. Eigentlich keine so schlechte Idee, so eine Bank hinzuklatschen. Oder so ähnlich irgendwo. Ich weiß es nicht. Ja, haben wir mal ein paar Sandsteinstufen hier drin. Das war normale Ecke, okay. Theoretisch könnte ich den hier austauschen und zum Sand machen. Theoretisch auch nicht.
Okay, lassen wir es so. Wunderbar, dann haben wir jetzt den Platz hier soweit abgeharkt. Hinten auch, na, da hinten in dem Bereich, wo auch die Mauer aufhört. Oder generell auch das kleine andere Stück, da haben wir das ja ganz anders gemacht mit Zauntoren und Mauer. Quatsch, und. Doch, mit Zauntoren und Mauern. Ja, das ist mir durchaus bewusst, aber das ist jetzt. Hafenbereich, genau. Das war's da hinten ja nicht. Okay. Ja, ich glaube, ich würde jetzt hier so einen kleinen Wäldchenensteg drum ziehen. Oder ähnlich wie der komische Wegsteg, wie auch immer, hinten beim Teich. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Aber ich habe jetzt dafür natürlich gerade nicht genug Lagerfeuer da. Ist auch egal, das können wir auch später machen. Erstmal den Kram. Habe ich noch irgendwo ein paar weitere davon? Keine Stämme mehr dabei? Warum habe ich gerade noch. Mann. Da freut man sich einmal über irgendwelchen Scheiß und dann sowas. Da kommt so ein Scheiß dabei raus, genau. Reichen zwei? Eins, zwei? In der Breite? Oder doch lieber drei. Dann hat man nämlich teilweise noch Möglichkeiten, hinten was, noch was dran zu stellen. Okay, machen wir drei draus. Hier dann auch nochmal drei von weg. Eins, zwei, drei. Hier nochmal. Eins, zwei, drei. Natürlich muss dieser Kram noch wieder angepasst werden, ihr kennt das ja. Na ah, komm schon. Ich hätte natürlich auch die Schaufel nehmen können. Das wäre ein bisschen schneller gegangen. Ach, Libo. Eins, zwei und drei. Wunderbar, jetzt aber die Schaufel. Aha. Ich glaube tatsächlich, das reicht. Vielleicht könnte man hier nochmal einen Pfahl hinstellen. Da einen Pfahl mal hinstellen. Ja, wobei, wenn ich mir das so angucke, müsste der wahrscheinlich eher hier hin oder so. Mach den Kram mal wieder weg. Dankeschön. Oder da vorne. Wo muss der Pfahl jetzt hin? Jo. Der kommt hier. Der kommt wieder weg. Dankeschön. Dann vielleicht nochmal ein bisschen drei jetzt dazwischen, ne? Okay. Hier nicht. Hier auch nicht. Und ich kann hier nochmal einen hinsetzen. Dann haben wir hier auch drei. Dann haben wir bloß da in der Ecke keine drei, das ist nicht so schlimm, glaube ich. Ich glaube, das wäre soweit okay. Wir müssen da bloß gucken. Moment. Eins, zwei, drei. Zack. Ja, warum auch nicht? Dann bist du halt einfach sehr eckig. Wieder auch. Ja, geil, nice. Und dann kann man da auch noch besser irgendwelche Anlegestege und sowas aus Holz dann nochmal dran setzen. Das ist ja wunderprächtig. Wir brauchen mehr Holz und dann wird das hier gebaut. Wird sich das interessieren. Das sage ich euch. Okay, wenn ich mir diesen Bereich jetzt so angucke, würde ich sogar fast sagen, dass wir hier noch so eine kleine Schräge bauen und dann noch eine kleine Treppe, so ein kleines Treppchen drin rumsetzen. Aber das dann natürlich mit mit Sandsteinstufen und dem ganzen anderen Blödsinn. Genau, ich brauche den Kram und ich brauche Sand. Dankeschön, hier hätte ich ganz gerne eine Treppe, da auch nochmal, dann ein bisschen Sand. Da kann auch ein bisschen Sand hin. Hier vielleicht nochmal eine Treppe dran. Da drunter ein bisschen Sand hinkippen, ist okay. Ja, und hier dann glaube ich auch noch ein bisschen was. Zack. Und dann geht's da so ein bisschen. Ja, wobei. Ich glaube, ich hätte hier auch noch mal ganz gerne noch mehr Sand. Und dann kann die Treppe gerne so schräg dann runterlaufen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Den kann man
da quasi dran setzen. Bis da meinetwegen. Dann wieder ein bisschen Sand. Und ein bisschen Treppe dazu. Und gerne noch ein bisschen Sand da hinten und dann nochmal eine Treppe. Genauso wie hier Sand. Und hier Sand, damit ich da nochmal eine Treppe ransetzen kann. Dankeschön. Andererseits würde das sowieso nicht funktionieren. Machen wir die Treppe hier wieder weg, da muss man eine Stufe hin. Eigentlich. Komm, gib mal hier den Kram da. Dankeschön. Einmal Sand. Stufe. Dann können wir hier gerne nochmal mit einer Treppe lang gehen, das ist in Ordnung. Und das ist dann sowieso die Höhe, auf die ich gehen wollte. Genau. Ja, wunderprächtig, dann haben wir das doch. Dann haben wir das doch soweit fertig hier an dem Bereich. Habe ich noch Holz da? Ja, ich habe auch genug Zeug für Dings dabei, für die Stege. Ich habe aber gerade eigentlich erst überlegt, ob ich vielleicht noch was anderes baue. So eine kleine Bank da noch hin. Ich meine, hatte ich ja schon mal angesprochen. Aber ich würde mal sagen, dass ein Stack Lagerfeuer hoffentlich erstmal ausreichen sollte. Habe ich noch Schilder hier? Auf jeden Fall nochmal zwei Treppen da und ein Schild. Das ist ein bisschen wenig. Ich brauche ein bisschen mehr davon. Ja, dann musst du halt mehr bauen, ne? Wie seid auch du? Eine kleine Bank hier hinten. Richtig schön. Da. Ich weiß nicht. Ach man, immer diese Unentschlossenheit. Was ist das Schlimme, ist das? Setz ich da die Bank hin? Aber nur, wenn du hier noch einen Blumentopf hinstellst. Oder generell eine Pflanze. Ja, ja. Laub runterhängen und wieder Laub runterhängen muss, sag ich euch. Habe ich vielleicht dabei? Natürlich nicht. Auch Laub. Gib mir Laub. Nee, da ist kein Laub. Da habe ich noch ein bisschen Atelier-Laub. Lelele. Da stirbt gerade jemand. Ich glaube, dass ich den hier ganz gerne wegnehmen würde, genauso wie den hier. Ja, natürlich fliegst du weg, das ist absolut in Ordnung und legitim, genau. Weitermachen. Dankeschön. Ach verdammt, ich habe hier noch die Stämme vergessen. Okay. Da war ja was. Komm hoch. Und zack. Wundergut. Dann nehmen wir hier noch mal ein bisschen was raus, vielleicht hier an der Stelle. Auch natürlich wieder ein bisschen Laub. Okay. Reicht das denn soweit? Oder muss da hinten an die Ecke noch einer? Ein bisschen Laub da in die Ecke wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Da oben drauf nochmal einen. Da, jetzt wird nochmal einen drauf, genau. Und hier aus noch einmal. Dankeschön. Und wisst ihr was? Sind jetzt da auch nochmal dran. Wobei, ich glaube, den sollten wir da doch wieder wegnehmen. Du passt, glaube ich, besser. Ja. 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 Ist das ein Spaß, ist das? Okay, und jetzt muss ich natürlich die Dinge richtig setzen. Wie habe ich das denn hier gemacht? Vielleicht kann ich mich daran dann irgendwie orientieren. Weiß nämlich immer nicht, wie die Dinge jetzt ausgerichtet sind. Oder ausgerichtet werden müssen. Genau. So hätte ich das denn, na, das ganz gerne rumlaufend. Okay. Ja, in Ordnung. Ich verstehe. Ich verstehe, dass ich nichts verstehe. Aua. Ich muss hier noch ein paar Blöcke ransetzen. Oh, meinetwegen Sand. Ja, wobei. Doch. Jetzt haben wir da hinten eben auch normalen Sandstein und nicht den Wechsel. Jetzt sollten wir hier den Wechsel vielleicht auch nicht reinsetzen.
Und der ganze Kram wieder raus. Und dafür kommt der normale Eichernstein hin. Okay, wieder weg mit dem Blödsinn hier. Dankeschön. Wieder auch nochmal. Und jetzt bitte Sandstein. Sandstein. Dankeschön. Okay. Wunderbar. Da müssen wir jetzt nämlich eigentlich die Lagerfeuer von hier aus daran setzen. Genau. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die hintere Line hier, ob ich die vielleicht mit Stufen mache. Der kann da nämlich noch ohne Probleme. Ach nee. Würde ja trotzdem nicht funktionieren. Okay, ich habe nichts gesagt, ich habe auch nichts gedacht. Ah. Ich bin nämlich noch am überlegen, wie man das dann am besten macht mit irgendwelchen Kisten und Fässern und sowas, was man da halt hinstellen könnte, müsste, wollte. Genau. Na komm, nimm mal den Tintenbeutel da mit, das soll sich ja kein Mensch angucken. Gib mal hier den Kram. Oh Gott, mein Hafen brennt. Der gute alte Hafen. Wir haben nur ein anderes Problem noch. Die Lagerfeuer werden wahrscheinlich nicht reichen. Nein! Dann ist das wohl unter Umständen so. Okay. Ich meine, hier sollten ja noch ein paar kleine Stiegchen herausgezogen werden, hat der gesagt. Wobei, muss man eigentlich gar nicht unbedingt. Das kann man eigentlich auch fast so lassen, oder? Ja, ich glaube, einen will ich ja schon noch rüberziehen. Ich weiß nicht. Machen wir erstmal aus den Kram hier. Und den hier. Nom, 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 nom. Und die hier auch nochmal. Und die hier auch. Aua. Okay, aber ist es jetzt wirklich so okay oder ist es nicht okay? Das ist halt die Frage. Die Kisten, die wir drunter setzen müssten, wäre dann. Ah, würden da liegen. Was ist denn eigentlich, was da drunter bräuchten? Kann man notfalls auch mit Falltüren machen, das wäre in Ordnung. Ich glaube, ich hätte ganz gerne mal ein paar Fässer und so ein Blödsinn hier da drinne. Wobei, wisst ihr was? Wir machen den Kram jetzt einmal dicht. Und dann gucken wir mal später, wenn es um die Gestaltung dann geht. Also um die Bekistung und um die Befächerung. Wie wir das dann machen. Genau. Ich glaube, so ist es dann angenehmer. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Okay. So geht er noch weiter. Genau. Und dann von hier wieder. Ja, noch weiter. Und noch ein Stück. Und noch ein Stück. Und dann haben wir es jetzt. Dankeschön. Ja. Ein schöner, geiler Steg, sag ich euch. Überhaupt nicht dunkel jetzt. Wäre schön. Ja, durchaus was, ja. Ja, ich mag den. So ein bisschen zumindest. Also von hier oben sieht man natürlich nicht viel davon, aber das ist ja egal. Wie sieht es denn von unten jetzt aus? Machen wir die Tür wieder zu, dankeschön. Wie sieht es denn von unten jetzt aus? Den Kram kann ich eigentlich wieder wegnehmen. Dankeschön. Ein paar Blumentöpfe oder ein bisschen anderen Kram müssen wir die da oben auch hinstellen, aber es kommt noch. Ich glaube, ich würde es so lassen. Ja, ich glaube, ich würde es wirklich so lassen. Ich würde da jetzt keine Stege noch rausziehen. Das kann, glaube ich, so bleiben, wie es ist. Ja, ich denke schon. Ich denke, das kann man so lassen.
Nein, natürlich müssen wir dann noch ein paar Kisten was hin, aber ansonsten sieht es doch super aus. Ja gut,